Hallo zusammen. Mega leckere Sepikanka mit Grießbrei aus meiner Kindheit. Es ist schnell, nicht schwer und unglaublich lecker. Probier das auf jeden Fall. In einen Topf Grieß, Wasser, Milch und Prise Salz geben und alles gut vermischen. Die ganze Masse bis zum Kochen bringen. Bei ständigem Rühren 2 Minuten kochen und bis Zimmertemperatur abkühlen lassen. Eigelb von Eiweiß trennen. Zucker mit Vanillinzucker, Zitronenabrieb oder Orangenschale und 2 Eigelb etwas schlagen. 3 Stück Eiweiß steif schlagen. Abgekühlter Grießbrei mit Eigelbmasse zusammenmischen. Dazu noch portionsweise Eiweiß geben und alles vorsichtig vermischen. Dann die ganze Masse in eine gefettete Form geben. Die ganze Masse mit Löffel gut verteilen. Ein Stück Eigelb mit 3 Esslöffel Schmand zusammenmischen und auf diese Sepikanka verteilen. Und im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad ca. 30-35 Minuten backen. Sepikanka bis Zimmertemperatur abkühlen lassen, dann mit Marmelade, Schokolade oder Kondensmilch servieren und genießen. Guten Appetit!